Herzlich willkommen zu einem Spezialwebinar von GBE Brokers über die Handelsplattform TradingView. Wir haben ja bereits am vergangenen Donnerstag ein Webinar abgehalten über TradingView. Damals ging es noch um die Vorstellung und sämtliche Funktionen, die die TradingView-Plattform beinhaltet. Heute wollen wir über den Handel sprechen. Wie genau funktioniert das Trading über die Handelsplattform TradingView? Kleiner Hinweis, das ist kein Webinar, darum geht es nicht um Handelsstrategien, sondern lediglich um die Orderausführung und entsprechende Orderarten, die auf der TradingView-Plattform vorhanden sind. Kurze Besonderheit möchte ich noch dazu sagen, weil die TradingView-Plattform, die ein oder andere Teilnehmer wissen das bereits, ist eine reine Analyseplattform. Das bedeutet, ich kann dort sämtliche Tools im Bereich der technischen Analyse, auch der Fundamentalanalyse anwenden. Aber für das Trading, für den Handel mit CFDs benötigt man eine zweite Plattform. Wir von GB Brokers haben uns da entschieden, mit dem MatchTrader an den Start zu gehen und haben deshalb die MatchTrader-Plattform mit der TradingView verknüpft. Und wie gesagt, das werde ich euch gleich präsentieren. Vorab noch kurze Vorstellung von meiner Person. Mein Name ist Uwe Wunderle von GB Brokers, bin euer Moderator für das heutige Webinar und darüber hinaus bei GB zuständig für die Durchführung der wöchentlichen Elbblick Live-Webinare. Die finden montags und mittwochs um 8:45 Uhr und um 15:15 Uhr statt, sowie für den Börsenbrief Elbblick, der jeden Freitag bei uns auf der Webseite veröffentlicht wird. Wir haben auch eine Chat-Funktion. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich immer gerne stellen. Ich habe hier auch schon einiges reinbekommen. Zuerst mal Moin Moin und guten Morgen an dieser Stelle. Erste Frage ist, wird das Webinar aufgezeichnet? Und die zweite Frage, gibt es eine Aufzeichnung vom ersten Webinar? Ja, also das Webinar wird hier aufgezeichnet und auch eine Aufzeichnung existiert vom ersten Webinar. Wir haben das nämlich veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Kann ich euch kurz zeigen. Am besten über Google GB Brokers YouTube eingeben. Dann kommt ihr direkt auf unseren Kanal. Und dort geht ihr dann, wir haben hier mehrere Rubriken, Übersicht, Videos, Shorts, Playlist, Community. Und unter der Rubrik Playlists, wenn ihr hier draufklickt, seht ihr schon am Anfang die Möglichkeit TradingView, komplette Playlist ansehen. Dort ist es aktuell das Webinar von letzten Donnerstag zu sehen. Also hier wird dann auch das aktuelle Webinar entsprechend veröffentlicht. So, ich habe hier noch eine Rückmeldung. Funktioniert Audio nur bei mir nicht? Also vielleicht mal hier kurz von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Aber ich glaube, es müsste funktionieren. Technik bei mir zeigt grünes Licht. Also von daher Audio top. Besten Dank für die Rückmeldung. Funktioniert. Okay, super. Also müsste es beim Teilnehmer liegen. Ich schreibe das mal ganz kurz in den Chat. Audio müsste funktionieren. So. Gut. Also wie gesagt, auf diesem YouTube-Kanal, da werden wir in Kürze dass auch das jetzige Webinar veröffentlichen. Kommen wir ganz kurz mal zum Inhalt. Was werden wir heute genau besprechen? Das erste Webinar brauche ich natürlich nicht mehr vorstellen. Jetzt Thema im zweiten Webinar wird sein, wie funktioniert der Handel über TradingView? Wofür benötige ich eigentlich die Plattform MatchTrader? Welche Besonderheiten gibt es beim Handel über TradingView? Und wie kann ich Stop- und Limit-Order ändern? Und dazu noch einige wichtige Trading-Einstellungen, die besonders vielleicht auch TradingView auszeichnet. Dazu kommen wir gleich. Vorab noch, es gibt einige Besonderheiten, die habe ich auch schon im ersten Webinar vorgestellt, werde es aber nochmal tun, nämlich die Besonderheiten mit dem Setup von GBE Brokers mit TradingView. GB Brokers ist, kann man sagen, mit einem einfachen und schlanken Setup erstmal an den Start gegangen. Wir sind noch dabei, einige Sachen zu erweitern, wird auch noch kommen. Aber aktuell beispielsweise bieten wir TradingView lediglich für Kunden an mit Wohnsitz in Deutschland. Dazu haben wir Währungspaare auf der Plattform, die
einen engen Spread haben und dafür eine Kommission. Vielleicht gibt es Teilnehmer oder Teilnehmerinnen hier im Webinar, die schon über unseren MetaTrader 4 oder 5 gehandelt haben. Dort ist eine Auswahlmöglichkeit bei den Währungspaaren. Dort kann ich entscheiden, möchte ich zum Beispiel den Euro-Dollar handeln mit einem größeren Spread, aber ohne Kommission, oder das gleiche Währungspaar, aber mit einem geringeren Spread und mit einer Kommission, gekennzeichnet im MetaTrader mit dem Symbol Euro-USD-C. Das C steht für Kommission am Ende. Diese Auswahl, die gibt es leider bei TradingView nicht. Also wir haben hier nur die Variante bei den Währungspaaren enger Spread und Kommission. Dazu bei TradingView haben wir auch nur die Möglichkeit, die Hebelwirkung für Privatkunden anzubieten. Das liegt nicht an uns, weil TradingView bietet nur die Möglichkeit, quasi die von der Europäischen Aufsichtsbehörde ESMA vorgegebenen Hebeln, beispielsweise im Forex-Bereich 1:30 oder bei Indizes 1:20 anzuwenden. Also wir können hier keine Einstufung machen für professionelle Kunden, was möglich ist beispielsweise auf dem MetaTrader. Das ist aber so ein bisschen eine Politik, die wir haben von TradingView. So, und dann haben wir auch noch keine CFD-Futures auf TradingView, weil die natürlich verfallen. Da ist ein bisschen eine höhere Administrationsarbeit dahinter. Die planen wir aber auch auf TradingView zu veröffentlichen. Aktuell auch noch keine Demo-Möglichkeit. Das heißt, man kann momentan nur mit dem Live-Konto an den Start gehen mit der Verknüpfung zu GPE Brokers. Gäbe zwar eine Möglichkeit des sogenannten Paper-Tradings über die Plattform selber, über TradingView, ist aber dann nicht angebunden an das GPE-Konto, ob es Demo-Konto ist oder Live-Konto. Live-Konto, wie gesagt, funktioniert, aber nicht an das GPE-Demo-Konto. Wir arbeiten daran, auch das werden wir in Kürze zur Verfügung stellen. So, dann noch eine weitere Besonderheit, der Handel über die mobile TradingView-App. Noch nicht möglich. Wir haben das beantragt. Kann es schlecht sagen, bis das wann ausgeführt wird. Kann gut wahrscheinlich 6, 8 Wochen dauern. Wir sind da in einer Warteschleife drin. Also beantragt ist es, dass wir, oder wenn ihr die TradingView App downloadet über App Store von Google, dann ist GPE Brokers nicht aufgeführt als Broker, um drüber zu handeln. Ich empfehle euch dort mit der webbasierten oder browserbasierten Version, könnt ihr da gerne oder über euer Handy oder Smartphone traden. So, ich habe hier noch ein paar Fragen reinbekommen, gehe ich mal ganz kurz durch. Guten Morgen, ja. Die mobile App, habe ich gerade eben gesagt, rechne mal so, ich sag mal 6 bis 8 Wochen ungefähr. Was haben wir denn noch? In Belgien wird GPE Trading View handeln. Nein, das ist leider noch nicht möglich, weil wir von der Lizenz her nur Deutschland abdecken aktuell. Also wenn es jemand in Belgien hier ein Teilnehmer, das ist leider noch nicht möglich. Aber wir arbeiten dran und werden da in Kürze Gespräche führen. So, hier machen wir jetzt erstmal weiter mit der nächsten Folie. Und da schauen wir uns mal an, also Anmeldung, die 3 Schritte, die notwendig sind, um über TradingView zu handeln. Die Anmeldung bei TradingView, die habe ich euch letzte Woche gezeigt, die brauche ich jetzt euch nicht mehr wiederholen. Die Kontoeröffnung bei GPE Brokers habe ich euch auch schon kurz gezeigt letzte Woche. Aber aufgrund der Rückfragen, die ich gesehen habe, sollte ich vielleicht nochmal drauf zurückkommen über die Verknüpfung. Wie verbinde ich die TradingView-Plattform mit dem GPE Brokers Handelskonto? Dafür müsst ihr in das MyGPE-Kundenportal gehen. Das zeige ich euch gleich hier. Also auf unserer Webseite hier oben, MyGPE-Kundenportal. Ich habe das hier schon gemacht, bin da schon eingeloggt. Und dort habt ihr auf der linken Seite eine Menüleiste. Klickt dort am besten auf Handelskonten. Und wenn ihr dann hier drauf geht, dann werden sämtliche Handelskonten, die ihr habt, in der Kontoübersicht hier oben, wenn ihr das Menü aufklappt, werden sämtliche Konten dargestellt, sowohl Live-Konten als auch Demo-Konten.
Und hier seht ihr schon am Anfang die TradingView MatchTrader Plattform. Habe ich hier ein Login und hinten habe ich die Möglichkeit Passwort anzeigen. Da ist ein Auge, da klicke ich jetzt natürlich nicht drauf. Falls ich jetzt natürlich draufklicke, wird das Passwort für die TradingView oder auch MatchTrader Plattform angezeigt. Ihr könnt es dann gerne markieren, kopieren und dann entsprechend beim Einloggen einfügen. Ist ein bisschen einfacher, als das Ganze dann abzutippen. Ja, ich zeige euch gleich, wo ihr euch dann auf der TradingView-Webseite einloggt. Vorab vielleicht auch nochmal für die Kunden, Kundinnen, die noch kein TradingView-Konto haben, aber vielleicht schon ein MetaTrader-Konto bei uns und die möchten jetzt gern ein TradingView-Konto eröffnen. Dafür geht ihr hier oben in der oberen Menüleiste, den orangen Buttons, da steht neues Live-Konto, rechts nebendran neues Demo-Konto. Ihr müsst für die Öffnung eines TradingView-Kontos auf neues Live-Konto gehen. Das mache ich mal ganz kurz. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster und dort könnt ihr die Plattform aussuchen. Das wäre natürlich dann entsprechend der MatchTrader und TradingView zusammen. Unten als nächsten Schritt dann die Kontowährung, die Basiswährung des Kontos. Könnt ihr US-Dollar, Euro, Schweizer Franken. Ich bleibe mal kurz beim Euro, wird dann hier entsprechend angezeigt. Und dann müsst ihr hier das entsprechende Passwort eingeben für das Kundenportal und auf Anfrage senden. Dann bekommt ihr sofort eine E-Mail zugeschickt mit den Zugangsdaten für TradingView MatchTrader. Wichtig ist, dass ihr euch als Benutzername mit der registrierten E-Mail-Adresse, also bei der GBE Brokers registrierten E-Mail-Adresse einloggt, nicht mit der Kontonummer. Also hier habe ich beispielsweise die 10190. Das funktioniert nur beim MetaTrader. Hier benötigt ihr für den Login immer die Kontonummer. Bei TradingView die E-Mail-Adresse und wie gesagt das Passwort, was ihr euch hier hinten kopieren könnt. So, wenn ihr das alles habt, dann kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich einloggen auf der TradingView-Webseite. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf der Webseite bin, natürlich müsst ihr euch vorher noch einloggen. Das habe ich jetzt noch nicht getan, das mache ich auch nicht, weil sonst werde ich hier automatisch in das Handelskonto auch eingeloggt. Ich will euch natürlich den Prozess zeigen, wie ihr die Plattform verknüpft mit dem Handelskonto von GBE Brokers. Gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, ihr geht hier auf Broker, scrollt ein bisschen nach unten und dann kommen wir, wenn wir weiter unten sind, bei GBE Brokers hier auf Mehr erfahren klicken. Dann kommt hier die Webseite von GBE Brokers auf TradingView. Und hier auf der rechten Seite, ich hoffe, ihr könnt es einmal sehen, da haben wir drei Buttons. Einmal folgen, da könnt ihr uns folgen. Wir veröffentlichen mehrmals in der Woche Analysevideos. Das wäre eine Möglichkeit, um, falls ihr da diese sehen möchtet, könnt ihr hier entsprechend uns folgen. Dann der nächste Button, der ist dann wichtig, traden. Ich klicke jetzt hier nicht drauf, sonst werde ich, wie gesagt, automatisch eingeloggt. Oder im Konto eröffnen, falls ihr noch kein Handelskonto bei GBE Brokers habt. Also hier müsstet ihr dann auf Traden klicken, dann kommt ein neues Fenster und dann könnt ihr euch einloggen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ja, da müsst ihr mich jetzt anmelden. Aber da kam schon der nächste Schritt, wie man die zweite Möglichkeit hat, sich einzuloggen. Nämlich, wenn ich unter Produkte gehe, Supercharts auswähle, dann kommt hier natürlich das Chartbild. Und hier unten unter Trading Panel in dieser Menüleiste, die anfängt mit Aktienscreener, Pine Editor, Strategietester und eben Trading Panel, da scroll ich ein bisschen runter und da werden die sämtlichen Brokerhäuser aufgelistet, mit denen ich über TradingView handeln kann. Und hier unten sind auch wir aufgeführt, GBE Brokers. Jetzt einfach hier draufklicken. Wie gesagt, ich bin es nicht eingeloggt, habe ich jetzt speziell gemacht in der Plattform. Aber wenn ich mich hier jetzt einlogge, dann kann ich dann über die E-Mail-Adresse, die registrierten plus das Passwort aus dem Kundenportal mich
quasi für den Handel live schalten lassen. So, kurze Rückfrage hier. Hat dieses Webinar den identischen Inhalt wie das von letzter Woche? Ja, jetzt ja. Ich habe noch ein bisschen ein paar Sachen vorgestellt, weil es gab hier einige Unklarheiten. Aber wir kommen jetzt gleich zum Handel, zum Trading. Das möchte ich euch jetzt näher vorstellen. Das habe ich letzte Woche nicht gemacht. So, starten wir mal damit. Ich habe mich jetzt eingeloggt, nämlich über die Desktop-Variante. Die habe ich nämlich hier. Und wenn ihr eingeloggt seid, dann könnt ihr auch schon sehen, bei TradingView hier unten, hier erscheint dann GBE Brokers mit so einem grünen, ja, kann man sagen, Signal, dass man eingeloggt ist. Und habe jetzt auch hier Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten, das Trading-Fenster zu öffnen. Einerseits kann ich hier auf Trade klicken, platzieren Sie eine Order im Order-Panel oder Doom, da steht für Doom ist die Abkürzung für Deep of Market, das ist die Markttiefe, da kommen wir später noch dazu. Also ich klicke mal hier drauf und dann sehen wir hier oben rechts das Orderfenster, was wir hier jetzt haben. Wenn ich wieder auf Trade draufklicke, dann geht das wieder weg. Und die zweite Möglichkeit, das Orderfenster zu eröffnen, wäre mit der rechten Maustaste in den Chart. Und hier kann ich ebenfalls auf Trade sofort eine Order eingeben. Bei mir ist es die Einstellung, Kauf ein DAX 40 bei einem Limitpreis von 18.357 oder entsprechend Verkauf. Oder ich kann hier einen neuen Auftrag erstellen. Dann erscheint erneut dieses Trade-Fenster, was ich eben schon zuvor aufgemacht habe. So, hier werden noch weitere Fragen gestellt. Ich gehe da ganz kurz rein. Wie ist der MatchTrader einzuordnen und wie ist der installiert? Das zeige ich euch gleich. Also MatchTrader kommen wir gleich. Wir sind jetzt erstmal bei TradingView. So, ich habe mich von Lyon eingeloggt. Die Verbindung ist schlecht. Okay, aber wie gesagt, müsste funktionieren. So, bestehende Pending Orders in Ihre Plattform Trading zu kopieren, duplizieren und zu ändern, anzupassen. Das zeige ich euch gleich, wenn es ums Ordern geht. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen mal ein Beispiel-Trade. Bitte nicht nachmachen, oder das mache ich nur hier, um entsprechend das Ganze besser zu präsentieren. Sind es hier im DAX, ich würde sagen, Rekord hoch, vielleicht schaffen wir da ein neues, sagen wir mal mutig und wir kaufen jetzt mal ein DAX-Kontrakt. So, da kommt hier links die Meldung, Order platziert. Ich habe jetzt eine Market Order aufgegeben, die wurde auch schon natürlich schon aufgeführt. Können das gerne auch noch mit einem anderen Markt machen. Ich gehe mal hier in den Euro-Dollar und mache da jetzt mal einen größeren Trade. Und zwar mit einem Lot, das ist schon ein bisschen hoch, das sind 100.000 Währungseinheiten, aber es geht hier um Demonstration. Und wie gesagt, ich versuche das hier, machen wir hier mal einen Verkauf. Das sieht mir momentan etwas short aus im Euro-Dollar, also wir gehen hier mal auf die Verkaufsseite. Beides Market gekauft und jetzt gucken wir uns mal das Ganze hier genauer an. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, der Trade wird hier unten angezeigt, unter Position, beide Trades, nämlich einmal Euro-Dollar Short. Ja, die Anzahl, ein Lot habe ich hier gehandelt, der durchschnittliche quasi Ausführungspreis bei 1,077,92, mein aktueller Profit, da gibt es hier noch eine Positions-ID und hier gäbe es die Möglichkeit, entsprechend die Order glatt zu stellen mit dem X am Ende, steht auch dann das Close oder ich kann hier die Position absichern. Wenn ich hier drauf gehe, beispielsweise einen sogenannten Take Profit eingeben oder einen Stop Loss. Dazu komme ich später nochmal zurück, wenn wir die Bracket Order besprechen. Hier, wie gesagt, lassen wir das Ganze erstmal in dieser Order drin. Mach das wieder hier nochmal, so Trade Fenster. Also das ist die Anzeige, wie wir sie hier haben bei TradingView. Jetzt gehen wir mal zu anderen Plattformen, zum MatchTrader. Dort werde ich dann euch zeigen, welche Vorteile der MatchTrader hat. Wird schon die Frage gestellt, wie kann ich mich da einloggen, wie komme ich zu dem MatchTrader? Am besten über die Webseite von GBE Brokers, kann ich euch kurz zeigen. Also, wenn ihr bei uns auf der Webseite seid, gbebrokers.com, geht ihr auf den Menüpunkt Handelsplattform und dort klickt ihr auf die MatchTrader Handelsplattform.
Dann müsste sich eine neue Seite aufmachen. Das ist ein bisschen Informationen rund um den MatchTrader. Und hier klicke ich dann auf Windows Desktop. Da kann ich hier drauflegen, wenn es ein Windows-Rechner ist. Gibt auch andere Möglichkeiten. Aber das ist eine webbasierte Handelsplattform, also browserbasiert, keine Standalone. Dementsprechend, wenn ich hier jetzt draufgehe auf Windows Desktop, klicke ich mal hier drauf, dann müsste sich die Plattform aufmachen. Ich bin schon eingeloggt, ich habe das alles schon automatisch eingestellt. Aber was ihr schon sehen könnt, unten unter offenen Positionen, da sind meine Positionen, die ich vorhin eröffnet habe in TradingView. Die kann ich jetzt auch von hier aus managen. Also ich kann sie auch jetzt von hier schließen. Hinten habe ich die sämtlichen Funktionen, ähnlich wie in TradingView, mit dem X am Ende für Position schließen oder hier mit der Änderung, dass ich hier teilweise schließen kann. Und da merkt ihr schon vielleicht, da hat TradingView so ein bisschen weniger Funktionsumfang, weil ich hier nur teilweise schließen kann. Bei TradingView war es ja möglich. Gehe ich mal ganz nochmal kurz zurück. Wenn ich hier auf dem Bleistift sichere Position absichern, dann entsprechend einen Take Profit oder auch einen Stop Loss einzugeben. Also das ist, wie gesagt, etwas besser gelöst bei TradingView im Vergleich eben zum MatchTrader. Kommen wir mal so ein bisschen zum MatchTrader. Einige Eigenschaften, die vielleicht auch ganz gut sind. Möglicherweise auch als Empfehlung, kommt drauf an von der Handelsstrategie, welche Handelsstrategie ihr habt. Habt man natürlich auch die Möglichkeit, die TradingView-Plattform als reine Charting-Plattform zu nutzen, als Analyse-Plattform und TradingView als MatchTrader, als externe Order-Plattform. Profis oder auch institutionelle Trader, die machen das natürlich. Dort ist häufig die Order-Plattform getrennt vom Charting-Tool. Also das wäre hier natürlich dann auch möglich mit dieser Variante, dass ihr einfach nur den MatchTrader benutzt, um Orders aufzugeben. Ich gehe mal ganz kurz durch die einzelnen Rubriken. Was ist interessant am MatchTrader? Hier auf der linken Seite, da habe ich die Möglichkeit, Kalender Top Movers einzustellen. Da muss man gucken, kann man wahrscheinlich auch individuell einstellen, möchte ich jetzt nicht näher groß drauf eingehen. Kalender ist vielleicht schon ganz nützlich, um herauszufinden, was sind heute die wichtigsten Daten. Kann man auch natürlich ein bisschen filtern, was die wichtigsten sind und entsprechend auch vielleicht nach dem Währungspaar oder nur was heute ansteht. Also das kann man da so ein bisschen einstellen, die Kalenderfunktion. Was ich gut finde, ist hier diese Watchlist, weil wenn man automatisch eingeloggt ist über die MatchTrader-Plattform, werden sämtliche GPE-Broker-Symbole angezeigt. Einmal unter alle Symbole unterteilt, zum Beispiel Kryptos habe ich hier, Energies, zum Beispiel Öl, US-Öl und die Nordsee-Marke Brent. Dann habe ich hier die Euro, also Aktien aus der Europäischen Union, Forex, Devisenkurse. Und wenn mir jetzt irgendwas gefällt, was ich sagen möchte, das hätte ich gerne als Favorit. Ich gehe mal kurz hier bei Euro, nimm es einfach mal die BMW-Aktie. Dann klicke ich hier hinten auf den Stern und dann habe ich die quasi hier in meiner Favoritenliste hier unten aufgeführt, BMW. Und könnte dann entsprechend, wenn ich hier einen Klick drauf mache, das BMW hier in den Chart einfügen und gleichzeitig natürlich auch eine Order aufgeben. Apropos Order aufgeben, hier hat man auch Möglichkeiten, einerseits natürlich mit einer One-Click-Order auf Verkaufen oder Kaufen, muss man ein bisschen aufpassen, weil dann sofort eine Order ausgeführt wird. Also es ist hier eine Market-Order. Wie ihr wisst, Verkaufen hier zu dem Preis ist immer der Bid-Kurs. Auf der anderen Seite steht der Ask-Kurs in grün und zu diesem Kurs kaufe ich dann immer. Einstellen kann ich hier natürlich das Volumen entsprechend, habe ich jetzt auf 1. Falls ich eine Limit-Order oder eine Stop-Order abgeben möchte, dann klicke ich hier oberhalb auf New Order und dann kann ich hier entsprechend das aussuchen, was ich gerne machen möchte. Hier steht Stop-Loss, eine Stop-Order oder Take-Profit wäre dann entsprechend eine Limit-Order. Also das kann ich hier, wie gesagt, einstellen mit der TradingView-Plattform. Ansonsten gehen wir mal die Menüleisten hier noch ein bisschen weiter durch. Zwar hier unten haben wir noch weitere Informationen, natürlich, wie ich schon gesagt habe, die offenen Positionen, die hier stehen.
jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Kriterium, warum man vielleicht noch Match Trader benutzen sollte, weil hier gibt es momentan ein bisschen mehr Angaben zu offenen Positionen. Darum habe ich jetzt hier einmal im DAX einen Kontrakt gehandelt und einmal im Euro-Dollar, weil im DAX, da haben wir eigentlich einen Spread, aber keine Kommission. Das sehen wir hier hinten, da wird es angezeigt, unter Provision steht hier 0. Aber bei Währungspaar Euro-Dollar, da gibt es eine Kommission, habe ich ja eingangs des Webinars erläutert. Und zwar, wir sehen die Kommission hier ausgewiesen, aktuell 5,57 €. Also das ist die Kommission, die hier entsprechend ausgewiesen ist. Und wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe zu TradingView, dann kann ich sehen, diese Information habe ich leider hier nicht. Also ich habe hier keine Information über die Kommission. Wir haben das schon im Auftrag gegeben, wollen wir natürlich definitiv haben, dass dann hier informiert wird, welche Kommission ist hier angefallen, insbesondere bei Symbolen, bei denen eine Kommission berechnet wird. Und das, wie gesagt, ist in Bearbeitung, kann es nicht sagen, wann das endlich aufgeführt wird, sollte aber im Laufe des nächsten Monats, sprich im April, aufgeführt werden. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Match Trader zurück. Ich kriege ja auch ein paar Fragen rein, aber da komme ich gleich dazu zu euren Fragen. Beim Match Trader, da sehen wir, wie gesagt, diese Information über die Provision und dazu auch über den Swap. Auch das kann ich leider nicht auf TradingView momentan sehen. Swap ist der Übernachtzins für Positionen, wenn ich eine CFD-Position, egal ob Forex, Index oder auch eine Aktie, über Nacht halte, dann können Swap-Kosten anfallen, aber auch Gutschriften, je nachdem entsprechender Position und dem Zinssatz. Und da kann es natürlich gut sein, dass, oder hier ist keine Angabe bei TradingView, aber auf MatchTrader sehen wir hier die Rubrik Swap. Also, falls ihr Position über Nacht halten solltet, dann bitte den MatchTrader aufmachen. Dort könnt ihr da die aktuellen Swap-Gebühren sehen. So, eine weitere Möglichkeit, was wir dann hier haben, was ein bisschen ausführlicher ist im Vergleich zu TradingView, oben die Leiste mit der Bilanz, die hier ist, nämlich da steht aktuell Bilanz 5.188,01 €. Das ist der Kontostand. Daneben als Eigenkapital definiert ist der Kontostand plus minus der aktuellen Performance. Aktuell sehe ich, bin ich im Minus mit so 13 €. Das wurde hier abgezogen von der Bilanz, sprich vom Kontostand. Dann freie Mittel, ganz wichtig, auch diese Information gibt es leider nicht auf TradingView. Auch das haben wir beantragt, dass es einprogrammiert wird. Freie Mittel, das bedeutet, was hier benutzt wurde bislang als Sicherheitshinterlegung, als Marge, das seht ihr nebendran, 4.258. Und wenn ich das abziehe, die 4.258 vom Eigenkapital, nicht von der Bilanz, nehme ich immer auch Eigenkapital, was ja letztendlich den Gewinn oder den Verlust, den aktuellen berücksichtigt, habe ich dann entsprechend meine freie Mittel. Also ich habe noch aktuell, kann man sagen, 920 € zur Verfügung, um einen Trade zu machen. Ich habe es bewusst ein bisschen eine höhere Lotanzahl genommen. Man sieht das dann hier mit dem Margin-Niveau. Margin-Niveau ist dann das Verhältnis, was ich habe zwischen der Marge und dem Eigenkapital. Dieses ist ein Prozent. Und eigentlich sollte ich jetzt schon eine E-Mail bekommen haben, weil wir haben da eine Sicherheitseinstellung, nämlich bei 200%. Da bekomme ich eine E-Mail über einen bevorstehenden Margin Call. Das ist eine quasi Vorkehrung unserer Seite. Die bekomme ich dann nochmal bei einem Margin-Niveau unter 100%. Und sollte es wirklich noch weiter gegen die offene Position laufen, bei einem Margin-Niveau bei 50%, wird die Position mit dem größten Verlust geschlossen. Also das ist ganz wichtig. Und ich komme nochmal zurück hier zu TradingView. Diese Information haben wir leider auch noch nicht hier auf der Plattform. Dass es hier, wie gesagt, Informationen zur Margin-Auslastung gibt. Auch das haben wir alles beantragt. Also die drei Kriterien: Kommission, Swaps, Margin-Auslastung.
Das ist alles aktuell dargestellt in der MetaTrader-Plattform. So, kommen wir nochmal hier zurück. Also das ist ganz, ganz wichtig. Darum würde ich euch empfehlen, bis alles fertig ist. Ich kann schlecht sagen, sollte im April dann im Laufe des Aprils fertig sein, die Information. Aber bis dahin, bitte benutzt auch den MetaTrader, um einfach diese wichtigen Kontoinformationen zu beobachten. So, kommen wir nochmal kurz zu euren Fragen. Hier kommt reichlich was rein. Ich schaue es gerade mal. Entstehen für TradingView noch separate Kosten? Ja, yep, also da gibt es natürlich ein Abo-Modell von TradingView. Muss ich mal kurz schauen. Gehe ich mal kurz nochmal auf die TradingView-Webseite. Also, gleich habe ich hier nicht eingeloggt. Ich mache das einfach mal hier nochmal so. Und zwar, wenn ich hier auf Produkte gehe, auf Preise, da gibt es verschiedene Abonnements. Es gibt eine Basisversion, die hat natürlich dann weniger Funktionsumfang. Ansonsten seht ihr hier schon die Gebühren, gibt Möglichkeit eines monatlichen Abos, eines jährlichen Abos. Das müsst ihr dann ausprobieren und könnt das Ganze hier auch mal 30 Tage testen. Das würde ich euch vielleicht mal empfehlen, um bevor ihr dann ein Abonnement abschließt. So. Weitere Fragen? TV und MTV Handel will damit Mehrkosten verbunden? Nein, es entstehen keine Mehrkosten, falls ihr noch den MetaTrader habt. Wichtig ist auch beim Login, also die Login-Daten für MetaTrader 4 und 5. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Kundenportal. Hier seht ihr ja die Plattform im Kundenportal unter Handelskonten. TradingView, MetaTrader, alle Plattformen haben einen separaten Login. Also das geht nicht, dass ihr vielleicht mit MT5 versucht, in TradingView einloggen, MT4 in MT5 und so. Jede Plattform hat ihren eigenen Login und dann entstehen auch keine Mehrkosten. So, Volumendaten. Ja, auch ein Thema bei uns, haben wir auch schon weitergegeben. Aktuell leider werden die noch nicht weitergegeben. Dafür, das wurde auch schon beantragt, dass diese Daten weitergegeben werden. Ist auch noch ein bisschen Programmierarbeit notwendig, also wird auch kommen, ich denke mal, im Laufe des Aprils. Kann man Hedging nutzen mit TradingView? Das geht nicht. Das geht ja im MetaTrader. Das heißt, wenn ich hier die Gegenposition mache, wird diese dann automatisch geschlossen. Diese Einstellung oder diese Funktion bietet TradingView nicht. So, Möglichkeit Trailing Order. Das ist eine gute Frage. Muss ich ehrlich gesagt gestehen bei spezifischen Fragen. Ich meine nein. Ich habe es jetzt bisher nicht gesehen. Gucke ich mal ganz kurz. Auch eine offene Position. Kann ich hier eine Trailing Order abgeben? Ich meine nein. Ich kann hier nur die Position absichern mit Take Profit. Aber eine Order-Eingabe mit dem Trailing Stop habe ich bislang noch nicht gesehen. So, weitere Fragen. Heute geht es wirklich rund hier. So, ich gucke hier gerade mal. Das müssen wir noch weiter nach unten ziehen. So. So, bei MetaTrader verändert sich der Gewinn bei Euro, US-Dollar, aber die Provision bleibt gleich. Warum? Ja, Provision ist klar. Nochmal hier, die Frage bezieht sich auf den MetaTrader. Ich habe hier unten die Provision, das habe ich ja beim Kauf, die 5,57 € und die bleibt natürlich bestehen. Wenn ich jetzt natürlich ein weiteres Lot kaufen würde, würde sich das Ganze hier verdoppeln. Also die Provision bleibt natürlich bestehen. Was sich ändert, ist natürlich der Gewinn oder der Verlust aufgrund der aktuellen Position, aufgrund natürlich der aktuellen Kurse. So, was nächste Frage? Erhalte ich bei einigen Symbolen, Beispiel Xetra, DAX, GB Brokers, Euro, Dollar, GB Brokers, Meldungen, nicht handelbares Symbol. Das ist ganz wichtig, was die Teilnehmerin hier sagt. Ihr könnt auf der TradingView-Plattform nur Symbole handeln von GBE Brokers. Und das müsst ihr hier oben, könnt ihr das sehen. Märkte anzeigen, für welche ein Order mit GB Brokers platzieren können. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise eingebe DAX so als Symbol, dann habe ich hier natürlich keine Möglichkeit bei GB Brokers DAX zu handeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel GB Brokers wegmache, jetzt habe ich das ausgeklickt, dann kommen natürlich sämtliche
auf der TradingView-Plattform vorhandenen Symbole über den DAX. Nur, wenn ich jetzt Beispiel auf den DAX-Index gehe, ich mache das mal hier, von Xetra, habe ich hier die Plattform, da habe ich natürlich keine Möglichkeit, und hier kommt auch die Fehlermeldung, nicht handelbares Symbol. Also ich kann nur Symbole handeln von GBE Brokers. Kommen wir nochmal zurück. Wenn ich jetzt wieder GBE Brokers aktiviere, dann müsste ich, wenn ich den DAX jetzt wegmache, alle Symbole bekommen von GBE Brokers. Und wenn ich den DAX handeln möchte, dann hat der hier das Symbol DE40. Auch hier noch ein kurzer Hinweis. Auf dem MetaTrader haben wir das Kürzel DE40.C. Liegt an den Futures, die wir dort haben. Also hier ist es nur DE40 für den deutschen Leitindex. Und wenn ich da dann draufklicke, dann habe ich wieder das Orderfenster hier und kann dann ganz normal handeln. So, wenn ich das richtig verstehe, kann ich das Trading voneinander entweder MT4, TradingView oder MetaTrader nutzen. Genau, also ich kann den MetaTrader 4 handeln, oder TradingView, aber wichtig ist, die Positionen, die werden dann nicht übernommen. Also wenn ihr jetzt auf TradingView handelt, dann werden dort die Positionen angezeigt und die MetaTrader-Plattform dort eben nicht. Also das geht nur in der Kombination MetaTrader TradingView. MetaTrader ist eigenständig. Also wenn ihr jetzt hier die Trades, die ich jetzt gemacht habe, Euro, Dollar, DAX, die werden mir nur hier angezeigt, aber nicht auf dem Konto von MetaTrader. Welches Volumen wird angezeigt? Ja, es wird teilweise angezeigt, Volumen, das ist richtig. Kommen wir mal nochmal ganz kurz zurück zum Euro, Dollar. Dann kann man das besser sehen. Also das sind Ticks, was bei uns angezeigt wird, nämlich hier unten. Das haben wir von unseren Liquiditätsanbieter bekommen. Schauen wir mal ganz kurz, wird hier was angezeigt im Doom Market. Ja, jetzt wird hier angezeigt, 1.600.000. Das sind Informationen, die übermittelt werden. Also für manche Sachen funktioniert es, aber für einige Symbole, beispielsweise DAX, da sind wir daran, dass da entsprechendes Volumen auch angezeigt wird. Aber wie gesagt, diese Informationen, die wir hier haben, das sind Informationen von unseren Liquiditätsanbietern. So, okay, gut. Gucke jetzt gerade noch viele Fragen heute. Also ein Datenabo braucht ihr für GBE Brokers definitiv nicht. Bei uns sind alle Kurse kostenlos. Falls ihr natürlich hingeht und wolltet das von einer Börse, ich sage es mal Börse Frankfurt oder von der New York Stock Exchange Kurse haben in Echtzeit, dann braucht ihr natürlich ein Datenabo. Aber für GBE Brokers braucht ihr das eben nicht. Kann ich GBE Brokers auf iPhone verknüpfen? Die Möglichkeit wird es geben mit der TradingView App. Aber wie gesagt, wir haben das beantragt, dass wir dort ebenfalls als Broker aufgelistet werden und dass wir dann dort entsprechend über die App handeln können. Ich habe es ja schon gesagt, schwer zu sagen. Ich rechne so mit 6 bis 8 Wochen, bis es dann hoffentlich endlich steht. Gut, so, hier machen wir mal weiter im Text. Kommen wir mal zu dem nächsten Thema, nämlich hier zu den Einstellungen, die wir haben, Möglichkeiten der Einstellung innerhalb der TradingView-Plattform. Da gehe ich hier rechter Mausklick in den Chart und gehe mal auf Einstellungen. Und habe hier schon, quasi gibt es ja mehrere Möglichkeiten, Symbol einstellen. Da kann ich beispielsweise die Kerzenkörper bestimmen, welche Farbe die haben sollen. Oder Skalen drum und dran, Canvas, habe ich hier Möglichkeiten, Hintergrund, welcher Hintergrund. Und dann haben wir auch hier bei den Einstellungen die Rubrik Trading. So, und da gehen wir mal kurz die einzelnen Funktionen durch. Beispielsweise Buy und Sell Buttons, das könnt ihr sehen, oben links hier eingedeutet unter dem Symbol Euro, Dollar. Wenn ich da das auf Ausschalten gehe, verschwinden die beiden Buttons, so sind beide wieder da. Die nächste Funktion, die wir hier haben, ist die sofortige Orderplatzierung. Da empfehle ich natürlich nur für diejenigen Trader, Traderinnen unter euch, die ein bisschen Erfahrung haben, weil das ist eine sogenannte One-Click-Order. Das bedeutet, wenn ich das hier wegmache, dann seht ihr hier die beiden Kurse Sell Market und Buy Market. Die werden dann ein bisschen kleiner, die beiden Buttons. Klicke ich hier drauf, dann werden die größer. Also da müsst ihr ein bisschen geübt sein, weil ein Klick da drauf ist natürlich sofort verbunden mit einem Kauf bzw. Verkauf.
Das könnt ihr hier entsprechend dann einstellen. Dann natürlich auch Möglichkeit bei einer Order-Ausführung, dass ich einen Soundeffekt habe. Hier gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten, sehr wahrscheinlich ein Wecker, Beep, Beep, Calling, Zwitschern, was auch immer. Also wer das haben möchte. Dann haben wir hier noch Möglichkeiten von Benachrichtigungen über Events, ja, über Trading Orders, beispielsweise wenn eine Order abgelehnt wird, dass es angezeigt wird oder wie ich zuvor gemacht habe, wenn überhaupt eine Order getätigt wird, da erscheint auf der linken Seite eine kurze Information, dass die Order entweder ausgeführt oder geändert wurde, entsprechend meiner Tätigkeit. So, erscheint Position. Können wir mal das Fenster mal ein bisschen zur Seite machen. Hier sieht man im Chart momentan die Position im Euro-Dollar, aktuellen Verlust von 24,12 Dollar. Also so gut war der Trade bislang nicht. Und da werden weitere Informationen angezeigt. Auch die Möglichkeit, ein sogenannter Umkehr-Button. Das ist hier dann möglich, dass ich die Position umdrehen kann. Kann hier auch einen Stop-Loss hinzufügen, Take-Profit. Falls ich das nicht haben möchte, einfach hier dran ausklicken. Wir sehen, die Order verschwindet. Wenn ich wieder auf Position gehe, wird mir die Order angezeigt, wo ich verkauft habe. Kann natürlich hier auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten machen, beispielsweise den Profit-Loss in Pips anzeigen. Aktuell liege ich 21 Pips oder 22 im Euro-Dollar hinten oder das Ganze im Prozent zum Kapital. Also momentan habe ich einen Verlust von rund 0,02%. Diese Einstellung kann dann jeder selber machen. Umkehrbutton, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Trendumkehr einzuleiten. Dann auch Orders, habe ich jetzt keine. Das wären dann laufende Orders, werden angezeigt. Und jetzt kommen wir zu der Funktion, die werde ich auch euch gleich näher vorstellen, nämlich die Bracket Profit und Verlust, heißt es so schön, ist nichts anderes, als ich die Möglichkeit habe, einen Stop-Loss und einen Take-Profit einzugeben. Und das kann ich noch bestimmen, entweder als Kapital in Pips oder in Prozent. Und das würde ich mal vorschlagen, das machen wir gleich. Davor haben wir noch eine Preislinie, die man verstellen oder einstellen kann, nämlich hier. Dann verschwindet diese Linie nach der Order. Aber falls ich das haben möchte, um im Chart zu sehen, wo ich verkauft habe, dann kann ich hier diese Linie drin lassen. Ansonsten, die letzte Einstellung hier ist die Order-Ausführung und Position in Screenshots. Wenn ich hier draufklicke und ich mache jetzt einen Screenshot, dann werden natürlich die entsprechenden Order, die ausgeführten, als auch die sogenannten Pending Orders angezeigt. Mache ich das raus, dann eben nicht. Dann wird nur die reine Chart-Funktion mit Indikator im Screenshot dargestellt. So, wir kommen jetzt mal zu den Bracket Orders, welche Möglichkeiten es hier gibt. Macht mal das Fenster hier weg. Machen wir mal kurz das Order-Fenster weg. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt eine Bracket-Order eingeben wollt, beispielsweise bei der laufenden Order hier unten unter Position die Möglichkeit mit der Position Absicherung auf dieses Bleistift gehen. Ich mache das mal. Dann kommt hier das Order-Fenster. Und ich aktiviere jetzt mal beide, sowohl Take-Profit als auch Stop-Loss. Und hier habe ich die Möglichkeit, jetzt einzugeben, einerseits Take-Profit anhand von Pips, dass ich sage, okay, in 75 Pips, wenn es weiter nach unten geht, in meinem Fall wäre das knapp 1,07, dann würde ich quasi einen Gewinn erzielen. Oder ich gebe den genauen Limitpreis ein. Die Order ist ja dann eine Kauflimit, weil ich bin Short, also ich habe verkauft. Würde ich einen Take-Profit eingeben, werde ich dann eine sogenannte Buy-Limit-Order eingeben. Oder was ich noch machen kann, was aus meiner Sicht eine gute Funktion ist, ich gebe das Ganze als Prozent ein von meiner Kontogröße, also beispielsweise 0,5%, machen wir mal. Und das Gleiche dann auch gegenüber vom Stop-Loss. Das ist dann entsprechend eine Buy-Stop-Order in meinem Fall auf meiner Short-Position. Gleiche Verfahrensweise könnte ich als Pips eingeben, korrekter Preis oder mache auch hier, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht hier nur 0,3% riskieren. Dann rechnet er mir automatisch aus, was das für einen Verlust bedeuten würde. In diesem Fall 14,81 Euro und kalkuliert auch hier entsprechend
wo die Stop-Loss-Order bei welchem Level platziert werden soll, nämlich hier 10788. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die finde ich sehr nützlich. Beim MetaTrader haben wir so ähnliche Tools programmiert, nämlich mit den GPE Volume 1 und 2 Apps. Die sind in jeder MetaTrader-Plattform erhältlich. Aber wie gesagt, das ist ein Zusatztool und hier bei TradingView habe ich diese Funktion schon automatisch drin. Macht das Ganze natürlich deutlich einfacher. Und wenn ich jetzt hingehe auf Ändern, dann könnt ihr auch sehen, ich gehe mal ganz kurz auf den Minutenchart. Dann müsste das besser dargestellt sein, wenn ich das Ganze mal richtig aufziehe. Hier, zack. So, und dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sehen, wo ist mein Take Profit? Das ist hier die grüne Variante hier auf der Unterseite nach unten. Wo ist mein Stop Loss? Und wenn ich jetzt hingehen möchte und sage, okay, ich möchte die Order ändern, ich möchte, dass mein Stop Loss doch ein bisschen weiter weggesetzt wird, weil vielleicht charttechnisch gefällt mir das nicht gut, würde das gerne lieber hier nach oben platzieren, dann kann ich einfach die Order hier markieren. Einfach drauf gehen und das Ganze nach oben schieben. Und dann kommt hier links auf der Seite auch schon die Meldung, Order platziert, dass ich hier die Order geändert habe. Dementsprechend hier auf einen neuen Kurs bei 10.7824. Das gleiche natürlich auch auf der Unterseite. Ich kann auch hier mein Take Profit entsprechend anpassen. Mach das mal hier ein bisschen näher. Vielleicht klappt es ja noch, falls noch ein Move nach unten kommt, dass wir dann entsprechend hier 4,63 Euro Gewinn erzielt hätten. So, nochmal ganz kurz zurück zu euren Fragen. Kann ich eine Order über die Long-Short-Funktion im Trading-Fenster platzieren? Zum Beispiel Long-Position rechts im Chart-Fenster und dann Limit-Order erstellen. Also man hat natürlich hier im Order-Fenster, wenn ich hier drauf gehe, immer die Möglichkeit, hier auf Verkauf zu gehen, hier auf Kaufen zu klicken. Ihr seht, die Farben sind wichtig. Verkaufen in der TradingView-Plattform ist immer rot. Kaufen ist immer blau. Bei MatchTrader ist es umgekehrt. Können wir uns mal kurz anschauen. Also nicht umgekehrt, sondern ebenfalls ist Verkaufen rot, aber Kaufen ist hier in grün. Und ich habe es euch schon gesagt, ihr könnt natürlich auch hingehen, die Plattform nutzen und auch von hier aus handeln. Wenn ich beispielsweise hingehe, ich realisiere jetzt mal den Gewinn im DAX, da liege ich jetzt knapp 10 Euro vorne, klicke hier hinten rechts auf Position schließen, dann seht ihr, zack, dann ist die hier gleich geschlossen. Und wenn ich zurückgehe auf TradingView, habe ich hier links schon die Information, dass die Order geschlossen wurde. Und auch unter der Position ist sie nicht mehr drin. Und ich sehe, dass wir jetzt gerade noch einen Profit gemacht haben. Also auch die Euro-Dollar-Position ist ebenfalls gerade geschlossen worden durch den Take-Profit. Und da kann ich jetzt zum Beispiel schauen, im Orders, hier werden alle Orders aufgeführt, hier unten in der Menüleiste. Also auch die stornierten Orders. Ich mache mal kurz das Fenster etwas nach oben. Also ich bin jetzt hier unten in der Menüleiste. Wie gesagt, Positionen habe ich momentan keine mehr. Orders sind alle Orders, die ich hier ausgeführt habe. Market Order Sell, Take Profit, hier Buy Stop, alles, die ich hier eingegeben habe. Die wurde natürlich jetzt storniert, die Stop-Loss-Order, weil unser Take Profit getroffen wurde. Hier habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen anhand vom Status zu sortieren, die Order-Möglichkeiten, also hier nur alle ausgeführten Orders anzuzeigen. Hier gibt es natürlich noch mehrere Orders, die ich ausprobiert habe in den Vortagen. Der Verlauf, ebenfalls von dem Order-Verlauf, alle Transaktionen werden hier aufgeführt. Die Kontoübersicht, das momentan mein Guthaben, hat sich jetzt ein bisschen erhöht durch die Gewinne, die ich gerade erzielt habe. Sind, glaube ich, 8 Euro mehr im Vergleich zum Beginn des Webinars. Und dann habe ich hier noch ein Handelsprotokoll, wo alles protokolliert wird über den sämtlichen Verlauf, alle Transaktionen, die ich hier gemacht habe. Also auch hier Möglichkeiten, entsprechend Sachen zu recherchieren. So, ich gucke gerade nochmal. So, ich meine, im Chartfenster ein Long oder Short zu
Analyse platzieren und Rechtsklick öffnet eine Funktion zur Übernahme der Daten. Also wenn ich es richtig verstehe, beispielsweise hier oben eine Order abgeben. Ich gucke gerade hier 1078. Ich glaube, das wäre vielleicht möglich, wenn ich hier markiere. Ich mache mal ganz kurz das Chartfenster mal groß, dann kann man das vielleicht besser sehen. So, machen wir das Ganze hier so. Okay, beispielsweise, ich möchte hier oben eine Kauforder abgeben, eine Kauf-by-Stop-Order. Dann klicke ich hier auf die rechte Maustaste und dann habe ich hier die Möglichkeit, bei Trade wird es mir hier angezeigt, hier oben als Buy-Stop-Order. Dann kann ich das hier einfügen und dann seht ihr, dann liegt hier die Buy-Stop-Order. Das wäre möglich, wenn er zum Beispiel sagt, hier oben möchte ich kaufen oder das Ganze kann man natürlich umgekehrt machen. Gehe mal ein bisschen näher ran. Ich sage mir, okay, wenn der Markt hier nochmal hochkommt, dann möchte ich hier verkaufen. Klicke also hier das Niveau an. Mit der rechten Maustaste Trade gebe jetzt ein Verkaufslimit ein. Und da könnt ihr sehen, damit habe ich aus dem Chart heraus eine Order abgegeben. Mein Sell-Limit liegt hier. Kann ich dann natürlich auch, wenn ich sage, wird doch ein bisschen näher ran an den Markt. Ich tue es mal. Vielleicht werde ich jetzt gleich gefüllt. Schauen wir uns gleich an. Order modifiziert erstmal. Kann gut sein, dass ich hier in den Markt reinkomme. Also das wäre möglich im Chart. Wenn ihr gewisse Marken habt, charttechnische Analysen, dann könnt ihr entsprechend von dort aus die Order platzieren. So, ich gucke gerade noch, was wir noch zu besprechen haben. Ja, ein wichtiger Hinweis noch dazu. Ihr seht ja im Chart immer den sogenannten Bitkurs. Und ihr wisst, zum Bitkurs, da könnt ihr immer verkaufen, egal ob Market, egal als Verkaufsstopp oder Limit Order. Wie gesagt, im Chart sehen wir immer den Bitkurs. Es kommt häufig vor, wir haben viele Feedbacks von Kunden, die dann sagen, ja, warum bin ich denn beispielsweise hier oben ausgestoppt worden, obwohl der Markt gar nicht hingekommen ist vom Kurs her. Beispielsweise, weil es hier oben bei 1,0,78,25 eine Kaufstop-Order lag. Das liegt natürlich daran, dass der Ask-Kurs höher liegt, der hier nicht im Chart abgebildet ist. Ihr könnt ihn zwar einblenden über die Einstellung. Wenn er hingeht, Einstellungen auf, ich muss mal kurz gucken, Symbol, das war glaube ich hier bei Scala, dass ich hier die Möglichkeit habe, kurz mal schauen, wo war das nochmal? Auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, die Ask-Kurse hier anzeigen zu lassen. Müsste hier drin sein, auf der Unterseite, zur Währung immer sichtbar. Also es gibt hier die Möglichkeit, dass entsprechend Wertindikation hier unten, da haben wir Bid und Ask, ich habe es mal versteckt, hier habe ich das. Also unter Skala und Linien den Wert anzeigen oder auch als Linie, dann habe ich hier gleichzeitig den Bid und Ask-Kurs. Und dann kann ich hier nämlich immer gut sehen, okay, dass vielleicht der Markt hier drüber war im Ask-Kurs und darauf wurde meine Buy-Stop-Order ausgeführt. Passiert auch teilweise unterhalb bei einer Buy-Limit-Order. Wenn ein Kunde hat beispielsweise jetzt hier am Tief eine Buy-Limit-Order platziert, im Bid wurde sie zwar erreicht, im Chart, aber wie gesagt, der Ask-Kurs lag da drüber, also wurde die Order nicht ausgeführt. Ganz, ganz wichtig. So, ich gucke gerade nochmal weitere Fragen. Aufzeichnung, Webinar habe ich euch ja schon gezeigt, dass wir das werden wir, das Webinar wird veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Also, wenn ihr auf, am besten geht ihr auf Google, gibt ein GBE Brokers YouTube und wenn ihr dann auf unserer Seite seid, auf YouTube unter Playlist, dann hier unter TradingView. Dort ist schon das erste Webinar von letzter Woche hochgeladen und wir werden heute nach dem Webinar, ich denke mal im Laufe des Nachmittags, dann auch das zweite Webinar hier entsprechend veröffentlichen.
So, ich schaue gerade, ob ich alles so im Großen und Ganzen, denke ich mal, habe ich gesprochen. Ich schaue noch mal, welche Funktionen. Aber ich hoffe, dass ihr einerseits wisst, wie der Handel funktioniert, auch die Grundfunktion vom Match Trader haben dargestellt. Ich sag mal so, Match Trader hat so ein bisschen eher die Stärke in der mobilen Variante. Dort halte ich sogar persönlich Match Trader als einer der besten mobilen Plattformen, die momentan auf dem Markt erhältlich sind. Unsere Webversion ist natürlich etwas abgespeckt, aber wie gesagt, momentan immer noch wichtig, um diese Zusatzinformationen zu bekommen, die wir noch nicht auf der TradingView Plattform haben. Also nochmal insbesondere, ich mache nochmal ganz kurz eine Position auf. Wir kaufen diesmal Euro-Dollar. Also, dass ich hier Informationen habe über die Marge Auslastung. Hier aktuell bei einem Lot Euro-Dollar liegt die, nee, ich habe einen gerade gedacht, mein Mikrolot habe ich gehandelt, 0,01. Also $33,33 ist die Sicherheitshinterlegung. Und jetzt könnt ihr sehen, dass ich natürlich hier vom Margin-Niveau bei über 15.500 liege, extrem hoch, weil ich natürlich jetzt die kleinste Lot-Einheit gehandelt habe im Euro-Dollar. Vorher sah das Ganze anders aus, als ich entsprechend ein ganzes Lot gehandelt habe. Da war ich eigentlich schon, sagen wir so, eine Sicherheits-E-Mail bekommen mit Hinweis möglicher Margin-Call, weil das Margin-Niveau schon bei unter 200% lag. Also diese Informationen, nochmal ganz wichtig, werden hier angezeigt im MatchTrader. Genauso Informationen über Swap bei Positionen über Nacht und natürlich die Kommission. Hier aktuell sind das 6 Cent, die ich jetzt gezahlt habe für den einen Trade, ein Mikrolot im Euro-Dollar. Ja, und ansonsten, ihr seht auch hier, hat auch geklappt. Der Trade, den ich gemacht habe im MatchTrader, wird mir natürlich dann hier angezeigt bei TradingView und kann ich dann entsprechend, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt gleich hin und tue es mal mit der One-Click-Order hier die Position schließen, dann habe ich hier quasi über TradingView die Position geschlossen. So, ich gucke gerade mal, habt ihr noch weitere Fragen? Könnt ihr noch kurz stellen. Ansonsten, falls ihr natürlich weitere Fragen habt, die könnt ihr gerne auch natürlich, könnt ihr gerne uns anrufen oder eine E-Mail schreiben an info oder support at gpbrokers.com, falls im Nachhinein, wie gesagt, noch Fragen ergeben sollten. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Teilnahme, wünsche euch ein frohes Osterfest und hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen Teilnehmer begrüßen kann beim nächsten LBLIQ Live-Webinar. Das findet statt am 8. April um 8:45 Uhr mit Live-Analysen zum deutschen Leitindex DAX. Nochmals vielen Dank und ich sage Tschüss und Bye-bye.